Da haben sich die Macher der Dela 30 One Design in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt. Denn beim mittlerweile vierten Besuch von uns in der Greifswalder Werft steht plötzlich das fertige Boot vor uns. Na gut, hier und da wird noch geschraubt, aber ansonsten ist alles ein- und angebaut. Torben Will von Navico ist verantwortlich für das Elektronikpaket, das neben den gängigen Instrumenten auch einen Autopiloten und einen Plotter umfasst. Interessant, der Windmesser ist eine komplette Neuentwicklung. Das Besondere an diesem Windmessgeber ist, dass er kabellos ist. Das heißt, er hat hier eine Solarzelle, über die er sich lädt. Und dann eben klassisch oben die Windfahne und das Paddelrad für die Windgeschwindigkeit. Dieser ist ganz neu und ganz neu optimiert. Wir haben über 200.000 Stunden in einem Windkanal getestet, um diesen Windmessgeber so zu formen, wie er jetzt ist. Das heißt vor allem die Windfahne. Über 500 Einzeltests haben wir gemacht im Windkanal, um den so zu optimieren. Und sind jetzt mit der Genauigkeit einmalig unterwegs. Also wir bekommen Genauigkeiten von 0,2 Grad beim Windwinkel, 0,5 Knoten bei der Windgeschwindigkeit. Das ist ziemlich einmalig auf dem Markt im Moment. Das gesamte Paket, zu dem unter Deck auch ein Funkgerät zählt, gibt es mit jeder Dela 30 OD dazu. Die Einheitsklasse macht's möglich. Ja, wir haben hier das Autopilot-Bediendisplay. Das heißt, die Grundsteuerung erfolgt hieraus. Hier kann man ihn ein- und ausmachen, hier kann man die verschiedenen Modis einwählen, ob man nach Navigation, also nach Wegepunkten steuert, ob man nach Wind steuert, das heißt Windrichtung, oder ob man einfach einen Kurs vorgibt, den er steuern kann oder soll. Und dann kann man das hierüber korrigieren. Zusätzlich haben wir hier eine Fernbedienung. Das heißt, wenn der Autopilot einmal eingeschaltet ist, dann kann man ihn hier drüber fahren, muss nicht jedes Mal zu dem Bedienteil hingehen, sondern man kann auch unten sitzen oder man kann auf der Kante sitzen und den Autopilot darüber steuern, gerade wenn man shorthanded unterwegs ist. Ja, hinten in der Kammer haben wir den Autopilot-Antrieb verbaut. Das ist ein hydraulischer Antrieb, der aber ausgehakt werden kann. Das heißt, wenn man unterwegs ist und genug Crew an Bord hat und den Druck nicht auf der Pinne haben will, kann man den einfach aushängen und dann muss man die Schubstange nicht immer mit reinschieben und rausziehen, sondern der geht dann ganz leichtgängig und dann hat man eben freistehendes Ruder, was sich ganz einfach und leicht bewegen lässt. Einfach gelöst, nur den Splint mittels rotem Band herausziehen und schon ist das Ruder frei. Ja, bei dem Instrumentensystem handelt es sich ja um das Triton-System von B&G. Man hat darauf vorkonfigurierte Seiten, so wie hier sieht man eben eine Seite für die Windanzeige. Man kann das einfach durchdrücken und sieht hier zum Beispiel Bootstiefe und Bootsgeschwindigkeit. Man hat Winddaten digital, man hat die Historie, das heißt Richtung und auch Speed. Hier kann man noch grafisch sich das aufbereiten lassen, wie die Vergangenheit der Tiefe ist. Hier kann man natürlich im Moment nichts sehen, weil der Tiefengeber keine Informationen bekommt, weil das Boot eben an Land steht. Und hier hat man dann nachher die Möglichkeit, alle GPS-Daten abzurufen, wie Kurse und die Koordinatenzeit, solche Dinge. Und kann sich diese Seiten auch ganz einfach zurecht konfigurieren. Zusätzlich zu dem gerade eben erklärten Bedienteil von dem Autopilot haben wir dann hier auch noch die Möglichkeit, das digital darzustellen und man kann sich dann auf der einen Seite, weil wir zwei Instrumente hier an Bord haben, zum Beispiel hier den Autopilot anzeigen lassen und auf der anderen Seite die Instrumentendaten, wie zum Beispiel Bootsgeschwindigkeit und Tiefe. Die Geräte sind darauf ausgelegt, dass sie in einem sehr spitzen Winkel oder beziehungsweise ein sehr weiter Winkel ist, sodass man darauf gucken kann und das auch gut ablesen kann. Und dann haben wir darüber den Kartenplotter montiert. Das ist ein 9 Zoll Kartenplotter, Multifunktionsgerät. Das heißt, er kann sowohl Kartenplotter als auch alle anderen Funktionen darstellen. Das ganz Besondere an diesem Kartenplotter ist, dass eben B&G sich darauf festgelegt hat, alles zu entwickeln für den Segler. Und das ist eine richtige Segelmarke. Das heißt, Features, die da drin sind, das ist das, was der Segler wirklich braucht. Das sind eben auch Sachen wie Segelfunktionen, dass man zum Beispiel die Tonnen eingeben kann, für die Startlinie die Lufttonne eingeben kann oder die anderen Bojen im Regattafeld, der einem sagt, wo man hinfahren muss, der einem sagt, wenn man an der Startlinie gerade ist, ob man Gas geben muss oder ein bisschen langsamer werden muss, wann man bei Null über die Linie geht. All diese Dinge, dabei hilft der Plotter, den Segler bestmöglich zu unterstützen. Ja, hier sieht man einmal noch die Übersicht auch von den einzelnen Funktionen. Das heißt, wir haben die Karte, wir haben diese Sailsteer-Funktion. Das ist im Prinzip das, was ich gerade eben erzählt habe, für die Ansichten zum Segeln. Wir haben das Race-Panel, wir haben eine Instrumentenanzeige, wo man sich die anderen Daten aus dem Instrumentensystem nochmal raufziehen kann. Wir können hierüber alle auch den Autopilot uns angucken und steuern. Und vor allem die Windplot-Geschichte ist noch spannend für den Segler.
Außerdem spannend für die nächste Regatta die Sail-Steer-Funktion. Das ist eigentlich das, was der Segler neben der Karte am häufigsten benutzt, weil er darauf die Kurse sieht. Er sieht seine Hauptdaten an der Seite, also das heißt Bootsgeschwindigkeit, Winddaten, auf der anderen Seite auch Wegepunkte und Distanzen und so weiter. Und er hat eben in der Mitte diese Windrose, wo er seinen Kurs drauf sieht, wo er Wendewinkel drauf sieht, wo er Leylines drauf sieht und sich das so konfigurieren kann, wie er das haben will. Aber man kann im Prinzip das nutzen beim Regattasegeln, um wirklich auch die entscheidenden Informationen zu bekommen, wann man umlegen muss, um die Tonne zu erreichen und wann man auf Kurs ist. Das Funkgerät unter Deck kann als Dualstation genutzt werden, um optional eine Handfunke mit an Deck zu nehmen. Ja, hier haben wir unsere Schaltzentrale im Prinzip für das Boot. Ich denke, auch das wird hier später die Ecke sein, wo man die Navigation macht, wenn man unterwegs ist. Der Plotter hat ein eingebautes Wi-Fi, das heißt, man kann sich seine Daten vom Plotter spiegeln lassen auf ein Handy oder ein Tablet und dann kann man von hier die Navigation sowohl per Karte eben und auch per Plotter vornehmen und hier in Ruhe seine Sachen planen, um dann wieder rauszugehen. Bei dieser Fülle an Optionen kann die Regatta kommen. Doch mit Elektronik allein gewinnt natürlich niemand. Die passende Beschlagsausrüstung spielt eine ebenso große Rolle. Eine Aufgabe für die Profis von Speedsailing. Und die hat es in sich. In der Entwicklung arbeitet man am Anfang mit so einem Lastenheft. Also was muss es können? Und dann geht es in 3D-Modelle, in denen man eigentlich so gut wie alles simulieren kann. Aber immer nur dann, wenn man auch wirklich alle Parameter exakt vorgesehen hat. Und in der Praxis wird es dann noch anders. Wir haben hier gerade einen Zwischenschritt. Wir haben das fertige Boot, kurz bevor es ins Wasser kommt, an das wir gerade die Beschläge anbauen. Und selbst dabei merken wir immer noch Dinge, die jetzt abgespeichert werden, was dann in der Produktion nachher, in der Serie, noch anders laufen muss, was irgendwie nur ein paar Zentimeter optimiert sein muss, weil man eben gerade im 3D-Modell diesen einen Zustand nicht gecheckt hat. Dass man sieht so, ah verdammt, jetzt klappt diese eine Klappbasis hier nicht ganz rum. Okay, die Löcher also ein Zentimeter weiter vorn. Ist die Platte darunter jetzt weit genug? Und das sind diese Geschichten, die momentan gerade noch in der Werfthalle bei dem noch nicht segelfertigen Boot jetzt schon die Frage sind. Und das wird natürlich jetzt immer weitergehen, bis die ersten 100 Meilen Sea Trials hinter uns sind, wie weit wir die Beschläge noch optimieren können. Doch bei aller Ungewissheit ist die erste Anordnung schon mal an Deck gebaut und funktioniert zumindest in der Theorie. Wir sind jetzt hier im Pit, also hier ist sozusagen die Schalt- und Waltzentrale. Im Falle des Einhandsegelns wird hier eigentlich die meiste Arbeit ablaufen. Dann steuert ohnehin meist der Autopilot, man hat dann eher die Fernbedienung um den Hals und bedient letztendlich hier das Boot. Also alles, was Vorsegelwechsel angeht, Einreffen, Ausreffen und die meisten Trimgeschichten laufen hier rüber. Deswegen ist es wichtig, dass man hier vernünftig arbeiten kann. Einerseits, dass die Winschen eine ergonomisch vorteilhafte Höhe haben. Also da ist so Bauchhöhe ganz praktisch. Ne? Also man kann sich so ganz gut rüberstellen. Man kann auch bei Krängungen noch mal mit dem Bein hier stehen. Und dass man sogar im Sitzen hier noch rankommt. Also wenn man vor der Winch sitzt, also das Boot nicht selbst steuert, dann hat man die Geschichte immer noch in Griffweite. So ist das gedacht und so funktioniert das jetzt auch erstmal sehr gut. Wir sind, muss man dazu sagen, hier gerade auf Prototyp 1. Das heißt also, wir haben noch viele Möglichkeiten, Positionierungen von Beschlägen noch im Zentimeter- oder Dezimeterbereich zu versetzen. Vielleicht sogar noch andere Klemmen zu nehmen, wenn sie doch zu überdimensioniert dann erscheinen werden in der Praxis. Und hier ist es aber so, glaube ich, erstmal ein ganz gutes Setup. Wir haben also die Fallen, die Hohlepunktleinen und die Reffleinen über die großen Hebelklemmen. Wir können über die Hebelklemmen außen die Vorsegelschoten fahren, also Genua oder Starkfock können darüber geschotet werden. Die können aber auch hier außen
gefahren werden und könnten dann auf einer Winch auf dem Kajütdach dann bedient werden, je nachdem, wie das gerade vorteilhaft ist, beziehungsweise auch so ein Stück weit, ob man allein zu zweit, zu dritt oder zu viert an Bord ist. Also danach wird sich ja sehr viel noch das Setting anpassen. Dann haben wir Curryklemmen hier, sodass wir beidseitig den Niederholer also bedienen können, was dann auf Reaching-Kursen, der Haupt-Twist-Controller wird für das Großsegel. Und wir haben einseitig dann einfach den Auto, also den Unterliegstrecker und den Cunningham-Holer fürs Großsegel. Und so ist dann diese Schalt- und Waltzentrale hier erstmal ganz gut komplett und wird durch diesen Dodger hier, wie ich finde, formschön abgerundet. Also man hat dann sehr guten Schutz auf dem Niedergang und über diese Plexiglasscheibe auch ausreichend Licht und vor allen Dingen Blick ins Segel, wenn man auf der Niedergangstreppe sitzt. Also was gerade beim Einhandsegeln, glaube ich, ein häufig genutzter Standort sein wird, dass man auf der Niedergangsstufe sitzt und auch bei geschlossenem Dodger durch diese Scheibe eben Blick in die Segel haben kann. So, wir haben jetzt hier einen 3D-Holepunkt. In der Zwischenzeit ist das ja ein Standard bei allen Booten auf Langstreckenkursen, wo die Schot hier rüber läuft. Also man muss sich den Zugwinkel jetzt ein bisschen weiter vorstellen. Also in diesem Bereich ist irgendwo das Schothorn der Genua, also der 105% Genua. Und dann kann man eben je nach Kurs über diese Leinen einen engeren oder größeren Anstellwinkel fahren. Oder eben über den Gesamtzug der Leinen, wenn der Holepunkt also weiter oben ist, mehr Twist, also mehr Verwindung im Vorsegel. Oder wenn man den Holepunkt tiefer zieht, weniger Twist im Vorsegel fahren. Also dass man dann den Ring irgendwo in diesem Bereich hier hat, wenn das Boot kreuzt. Und außen hat, wenn es reached. Und dann kann es ziemlich weit nach außen fahren. Also wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, einen Winkelbereich vielleicht von 6 bis 17 Grad oder sowas, sodass wir wirklich sehr hoch kreuzen können, wenn man bei glattem Wasser und frischem Wind fährt und gleichzeitig auch die Genua noch stehen haben kann, vielleicht schon mit ein oder zwei Reps im Großsegel bei einem Power Reach, also da, wo ich mir dann erhoffe, wo das Boot am meisten Spaß machen wird, wo dann der Holepunkt ganz außen ist und dementsprechend Druck in der Luft ist. So, die ganze Geschichte ist dann also lässt sich vom Pit aus bedienen, dass wir einmal die innere Holepunktleine einfach über die Winch fahren können. Da wird natürlich gerade an der Kreuz sehr viel Zug sein. Und die äußere Holepunktleine wird mit einer Taille und einer Curryklemme dann außen gefahren. Und wir können dann die Schot über unterschiedliche Punkte fahren. Also wir können sie einmal aus dem 3D-Ring über die Leitöse auf eine Hebelklemme fahren und demnach über eine Winch auf dem Kajütdach bedienen, also holen, oder wir können sie auch außen hier über die Leitöse fahren und dann über das Kajütdach fahren. Und die Leitöse ist so positioniert, dass wir die Schot auch, und das wird wahrscheinlich dann beim Einhandsegeln ganz gut Verwendung finden, einmal rüberlegen können, sodass wir sie, also dass wir die Fockschot auch in Loof fahren können. Und so hat man dann, wenn man beim Einhandsegeln selber steuert, eben beide Schoten, Traveler, beides griffbereit. Das ist da ganz angenehm, um sich nicht vom Ruder wegbewegen zu müssen. Spannend ist auch das Setup für Raumschutzkurse mit Gernacker. Die Schoten werden über diesen Outrigger nochmal gefahren. Das heißt, wir haben einen Barberholer, das ist jetzt hier gerade mal so ein bisschen provisorisch mit so einer weißen Flechtschnur, der über einen Baum nach außen gezogen werden kann, sodass wir den Schotwinkel vergrößern können, sodass die Anströmung eines Starksegels darunter dann optimiert wird. Und wir auch mit einem größeren Großschotwinkel arbeiten können. Also wir können sozusagen mit insgesamt offeneren Schoten dann fahren, wenn der Holepunkt dementsprechend weit außen ist. Und wir haben dann ganz klassischerweise nach dieser Art Out-Barberholer eben einen Spinnaker-Schot Block 8 dann an der Ecke und haben uns dann überlegt, dass um es so universell wie möglich einsetzen zu können, gibt es nochmal einen Fußblock hier auf dem Sill,
sodass wir von dort aus alle Winschen letztendlich ansteuern können. Also wir können ganz klassischerweise, könnten wir auf das Aufbaudach gehen, in Louvre. Und dann kann eben der Vorschoter dort gewichtsgünstig kurbeln. Wir können aber auch, und das ist für den Einhandbetrieb ganz vorteilhaft, von diesem Umlenkblock auf die Louvre-Seitendeckwinch gehen, sodass wenn wir als Einhandsegler am Ruder sitzen, sowohl die Spießschot als auch die Großschot wieder griffbereit haben und das Ganze in Situationen, in denen wir, sagen wir mal, dem Autopiloten das Boot nicht übergeben wollen, das Ganze so komplett in der Hand behalten können. Und jetzt haben wir den Arbeitsplatz des Einhandseglers, solange er denn gerade selber steuert. Und wir haben eben einerseits die Großschot, also hier jetzt gerade die Grobverstellung, die Feinverstellung direkt daneben und momentan jetzt gerade mal eine Spinnakerschot simuliert auf die Louvre Winch. Und spätestens bei Krängung wäre dann hier das Sitzen unkomfortabel. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was man machen kann, sich abzustützen. Entweder wir würden eben diesen Dom in der Mitte vergrößern oder verbreitern. Und wir haben uns jetzt für eine flexible Variante entschieden mit diesen Fußstützen. Die sind auch ein Standard, also so gut wie jedes Shorthanded-Boot hat Fußstützen. Und die sind so ein bisschen in Verruf mitunter geraten, weil die zum Knochenbrechen neigen, wenn man mit dem Fuß reintritt und eine Welle einen dann doch vom Sitz runterspült. Deswegen haben wir uns diese Auflage mit Meshgewebe überlegt, sodass wir einerseits uns komfortabel mit den Füßen abstützen können, aber trotzdem die Füße dort niemals reinfallen, was uns dann hoffentlich schwerere Verletzungen verhindert für den Fall eines Falles. Also keiner will verletzt werden, aber ich glaube, dass das so eine ganz schöne Geschichte ist, dort die Ergonomie so ein bisschen zu verbessern. Und die Fußstützen selber können eben in Nullposition, wenn sie weggeklappt werden, sich so an die Wandung anlehnen, dass das Cockpit dann immer noch frei ist. Also zum Fahrtensegeln zum Beispiel würde ich mir jetzt hier immer noch eine Isomatte reinlegen und mich einfach auf den Cockpitboden legen und den Autopiloten steuern lassen. Ergonomie und Setup des Cockpits, all das werden wir demnächst selbst testen können. Denn die Dela 30 OD wird erstmals auf dem Cannes Yachting Festival in die Öffentlichkeit treten. Wir dürfen exklusiv noch vorher an Bord und einen Testschlag unternehmen, wenn bis dahin alles klappt. Der Zeitplan ist eng, es bleibt spannend. Und hier bei Yacht TV bleibt ihr auf dem Laufenden.